Huhu, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu Anno 1404, wo wir hier in den Schulden sind mit minus, mit 1500 Gold minus. Aber keine Bange, das wird nicht mehr lange so sein. Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen und gleich in den positiven Geldstand kommen. Und dann werden wir hier eine schöne Straße ziehen und sobald wir das getan haben... Oh, guck mal, ey, wir springen ja weg. Ich drehe... Moment, wieso ist denn da jetzt wieder? Also, okay. Jetzt wird es wieder weniger. Und wir springen ja wirklich echt förmlich auf die Nullgrenze zu. Das ist ja Wahnsinn. Mit 1000 Gold. Wow, ist das schon ganz schön. So, ich will so schnell wie möglich diese Straße da. Es hakelt da so ein bisschen. Weil immer mal wieder natürlich das Geld für Gebäude abgezogen wird. Und dann das Einkommen natürlich auch nur so nach und nach eintrudelt. Aber es geht auf jeden Fall gen Null. So, ich lege das hier schon mal so fest, dass sobald wir hier 105 bräuchten wir dafür, na gut, sobald wir das Geld haben, wird hier drauf gedrückt, dann ist die Straße da. Ha. So. Viel kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Jetzt sind wir schon gleich im Nullbereich. Ja, schade, noch mal ein bisschen hier. Okay. Jetzt wird's gut. Jetzt sind wir gleich soweit. Jetzt sind wir gleich soweit. Na komm, zack. Okay. Nehmt diesen... Den Folianten über Architektur. Wo? Ja, das habe ich gesucht. Das habe ich gebraucht. Dankeschön. Herzlichen Dank. Das war das Wichtige. So, und jetzt dürft ihr hier aufsteigen, werte Patrizia. Steigt auf und zeigt, was ihr könnt. Und jetzt kriegen wir, naja, wir kriegen immerhin noch ein bisschen Plus. Wir können jetzt hier wieder die ganzen Fischerhütten und so weiter hier alles wieder in Betrieb nehmen. Denn das sollte soweit gehen, soweit reichen. Ich kann dann gleich nochmal gucken, ob ich doch irgendwas... einfach ausgeschaltet lassen kann. Hier die Glasschmelzen sollte ich auch wieder in Betrieb nehmen. Damit wir hier nicht zu kurz kommen, was Glas angeht. Hanfplantagen an sich brauchen wir die gar nicht so alle, ne? Ich meine, an sich haben wir... Adlinge haben sich in ihrer Stadt niedergelassen. Ja, die Seilerei brauchen wir definitiv nicht wieder... nicht wieder losstarten zu lassen. Hier sollten wir schon dafür sorgen. Das wäre ganz schön. Und die ersten Adligen sind tatsächlich da. Das gefällt mir. Okay, ja, das ist auch okay. Hier Werkzeuge, Werkzeugmacher. Produktion läuft. Ja. Die sollten tatsächlich weitermachen. Das wäre ganz gut. Macht ihr ruhig weiter. Und mein Schiff ist gleich da. So, das schaffen wir doch jetzt. Das kriegen wir doch jetzt hin. Jetzt kommen wir die ersten Adligen. Wie viele haben wir schon? 78 bislang. Ja, gut. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Na, das gefällt mir. So, gleich mal wieder aufgefüllt, weil wir jetzt so viel Geld haben. Keine Waren mehr her. Jetzt haben wir plötzlich wieder ganz viel Geld. So, dann hier hin. Und ich glaube, die brauchen wir tatsächlich nicht. Dann machen welch wir das da rein. Welch kostbarer Foliant über Architektur. Lasst sehen. Ja. Damit lässt sich die Fertigstellung des Kaiserdoms beachtlich beschleunigen. Oh ja, tatsächlich. Durchaus. Euer Foliant taugt genauso wenig, mich zu übertrumpfen, okay, wie jeder andere eurer lächerlichen Versuche. Ja, von mir aus. Jetzt sind wir aber so gut wie fertig. Ich flehe euch an. Schick die Baume. Wir sind doch. Die arbeiten doch jetzt. Da kommt jetzt Glas hin und da kommen jetzt Werkzeuge hin. Und dann brauchen bald wir nur 160 wenn Glas. Das heißt, Glas für die Fenster ausgeht. Nee, das wird nicht passieren. Das Glas haben wir genug. Glas haben wir genug. Keine Angst. So, die sind aufstiegsbereit. Das heißt an sich... Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt... Ja, machen wir. Dann, das machen wir doch hier. Ist aber klar. 182, talalatata. So, was brauchen die noch? Ach, Fleisch. Ach, komm her. Hauptsache, es sind ein paar Adlige da. Wir müssen die jetzt nicht... Hoppala. Da hat sich ja gerade das Spiel super lange aufgehangen.
Das war gerade ein bisschen creepy. Ich hatte gerade Angst, dass hier irgendwas Gefährliches passiert. Fast so schön wie einst. Na bitte. Eure freundlichen Taten rühren wahrhaftig mein Herz. Na, das ist doch schön. Ich bin euch auf ewig dankbar. Das gefällt mir. Das freut mich sehr, dass wir dir helfen konnten. Und wir haben jetzt tatsächlich nur noch eine Quest. Vollenden Sie den Kaiserdom. Das ist die einzige Quest. So, wir brauchen Rinder und Salz und dann können wir hier auch das hinkriegen, aber an sich... Ach, weißt du was? Wozu braucht man denn Fleisch? Wir sind Veganer. Ist doch alles gut. Es tut doch keinem weh. So, die fressen natürlich super viel Glas hier. Die Herrschaften. Tatsächlich auch, weil die wirklich kein Fleisch haben, ne? Das ist krass. Das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Dann machen wir hier oben halt... Machen wir hier ein bisschen... Ach, ich habe hier kein Holz. Naja, klar. Natürlich nicht. Habe ich hier keinen Holzfäller? Wirklich nicht? Es wäre aber sehr peinlich hier. Kein Holzfäller hier oben. Das ist ja... Wer hat denn das geplant hier? Also ich war das nicht. Ja gut, dann müssen wir erstmal hier... Doch, das ist eine Holzfällerhütte. Oh. Ah, ich weiß warum. Oh, hier kriegen wir ein bisschen Geld wieder. Na, subi. Ah, ich weiß warum, weil wir hier Holz verbrauchen. Na klar. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Weil wir so viel Holz hier verbrauchen für alles Mögliche hier. Für die Papiermühle zum Beispiel. Das kostet Holz. Und da brauchen wir dann natürlich auch... Ja, haben wir natürlich hier auch unsere Problemchen mit Schweinezucht und Rinderzucht und so weiter. Oder wir machen es folgendermaßen, wenn was... Wir können es ja auch einfach... Was brauchen wir für Sole oder Salz? Rinder und Salz. Ja, okay. Machen wir das. Machen wir das. Ist doch nicht so wild. So, weißt du was? Hier, gucke mal. Das machen wir so. Dann sollen wir hier noch Salz einsammeln. Und hier Salz ausladen. So, ganz einfach ist das. Ganz einfach. Können wir hier nämlich noch... wo wir Platz haben. Mal hier so eine Kuhfarm irgendwo hinknallen. Ja, hier so. Zack. 5. Ach du Heiliger. 5 Stück, ey. Wo soll ich die denn alle hinkriegen? Geht sogar irgendwie. Muss ich nur halt ein bisschen hier den Weg abreißen. Dann geht das. So. Perfekt. Und dann bauen wir hier so ein Ding hin. So, dann bauen wir noch eine Rinderfarm. Nö, haben wir gerade nicht genügend Geld für. Dann lassen wir das. Aber haben wir zumindest schon mal eine Rinderfarm. Das ist ja okay. Bald ist es geschafft. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Ach, Quatsch. Glas für die Fenster. Ha. Okay, doch, es ist tatsächlich. Ihr solltet uns Adligen schon denselben Komfort bieten wie bei Hofe. Okay, es ist tatsächlich so, dass Glas nicht unbedingt hundertprozentig funktioniert hier. Da sollten wir vielleicht doch dafür sorgen, dass hier ein bisschen mehr Glas noch produziert wird. Nicht, dass wir hier dann am Ende Glas verlieren und zu wenig Glas haben dann durch alles. Ja, das wäre natürlich doof. Aber wir machen mal ein paar Glückliche und lassen die Bauern aufsteigen. Oh, dann machen wir Minus. Okay, nee, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das nicht. Dann stellen wir die erstmal auch auf ausgeglichen. Das war ein bisschen Geld erstmal noch kriegen. Die sind auch nur ausgeglichen, leider. Weil halt, ja, nach wie vor halt kein Fleisch da ist. Das ist natürlich doof. Das ist nicht so geil. Das ist ja schon ein bisschen komisch hier. Ich finde das irgendwie komisch, dass die Patrizier, die brauchen hier Kapelle und eine Kirche. Und für die Bürger reicht nur eine Kirche. Das ist ein bisschen sehr verwirrend.
Ist ein bisschen sehr verwirrend. Also weiß ich auch nicht, was das irgendwie soll. Na gut. Wir haben 18 von 18 adligen Häusern tatsächlich. Das heißt, wir haben sowieso das Maximum da. Das heißt, es ist sowieso okay, dass ich die hier wieder auf ausgeglichen gestellt habe. Und dann ansonsten 27 von 81 Patrizierhäusern. Könnte man noch ein bisschen was gewinnen. Könnte man noch ein bisschen was machen. Ja, es gibt halt auch gleich richtig fettes Minus. Das brauche ich nicht unbedingt. Nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Lasst uns lieber ein bisschen mehr Geld erstmal so scheffeln und dann können wir uns überlegen, wie wir das machen. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Okay. Spione von Lucius. Hier. Zwielichtige Gestalten. Ja, da ist einer. Bald ist es geschafft. Wenn uns... Ey, den wollte ich, ich wollte eigentlich hier die zwielichtige Gestalt erwischen, die hier irgendwo rumlungert. Toll, die Stadt ist auch so riesig. Wie viel sind das? 2 von 4 Spionen habe ich schon. Okay, es sind dann nur noch 2 über. Wo haben wir denn noch welche? Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Das ist jetzt wieder, das ist wieder Wimmelbildsuche hier. Wo ist Walter? Wo ist der gute Walter? Ja. Seht ihr sie? Ich sehe sie leider nicht bislang. Ah, die haben sich gut versteckt. Die da ist einer und da ist der letzte. Okay, erledigt. Ihr habt die Spione. Haben wir. Das ist gut. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Ja, das weiß ich auch nicht. Wer weiß das schon? Aber wir haben es geschafft. Bald ist es geschafft. Das hätte uns bestimmt wieder zurückgeworfen. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Ja, das geht uns schon nicht aus. So, wir haben trotzdem... erst ein Viertel geschafft. Na gut, aber ich glaube, die bauen jetzt 5 Minuten da dran oder so. Also es ist noch eine Produktion alles okay. Kommt zum Erliegen. Sobald sich die Gelegenheit bietet, werde ich mein Schiff zum ehrenwerten Sultan entsenden. Okay. Wenn er erfährt, was hier vor sich geht, wird er vielleicht kommen und uns beistehen. Also nur der Großvizier. Stimmt, ist ja nicht mal der Sultan, einfach nur der Großvizier. Ja, dann ist natürlich gleich ganz schlimm. So, hier die Rinderfarm, sehr gut. Sehr gut, Großvizier Al-Sahir. Das ist schön, dass sie mir so helfen und unter die Arme greifen. Das finde ich sehr, sehr freundlich. So, was geht denn hier sonst ab? Da ist unser Schiffchen mit Indigo auf der Reise. Ja, die sind hier perfekt vorbereitet dafür. Oder darauf, besser gesagt. Hier ist tatsächlich kein Indigo, also da könnte ich eigentlich tatsächlich noch ein bisschen mehr immer machen. Ist okay. Ist okay. Das ist in Ordnung. Wir haben 109 Bücher. Das ist doch mal eine gute Menge, würde ich schätzen. Oh, hier, Webstuben. Da geht's aber runter. Habe ich noch ein paar Webstuben hier vergessen? Oder wie? Oh ja, hier. Guckt euch das an. Habe ich hier ein paar Weber vergessen. Die sind natürlich... Die sollten natürlich arbeiten hier. Hier. Arbeit. Mal ausbauen. Nee, den Seiler... Die Seilerei muss nicht ausgebaut werden. Das ist okay. So, bald nicht, dass uns auf den letzten Metern hier nämlich noch die Leute dann ausgehen. Das wollen wir ja nicht. Aber sieht ganz gut aus, tatsächlich. Geil, 170 Waren können wir von jedem hier direkt ordnen und lagern. Okay, also, das heißt... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Richtig, genau das heißt das, dass eine Produktion zum Erliegen die kommt. Die Aristokratie verlangt nach standesgemäßen Lebensbedingungen. Achso, hier, Fleisch könnt ihr haben, wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, gönnt euch ein bisschen Fleisch, sobald dann genügend Rinder und Salz auf Lager sind. Wir haben tatsächlich noch keine Rinder auf Lager. Und wir kriegen nur 132 plus. Warum denn? Achso, ja, ja, ich weiß Bescheid. Weil natürlich noch ein bisschen was da
verschütt gegangen ist unterwegs. So, ich könnte natürlich nochmal tatsächlich hier dafür sorgen, dass noch ein paar Bürger aufsteigen. Bitteschön, dann machen wir zwar minus hier ein relativ kräftiges. Aber vielleicht steigen ein paar Bürger dann auf. Wir haben im Moment 121. Na kommt. Na kommt, seid brav. Na, sind nicht brav. Wäre ja gar kein Aufsteigen. Keiner ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Guck mal, wir verlieren schon so viele Münzen und keiner möchte aufsteigen hier. Das finde ich äußerst uncharmant. Was machen die denn so lange? Was machen die denn so lange hier? Bitteschön, beeilt euch mal. Ah, jetzt ist ein Wohnhaus aufgestiegen, okay. Das ist aber auch halt erst eins und wir haben jetzt gerade 1000 Gold quasi dafür ausgegeben. Damit ein Wohnhaus aufgestiegen ist. Ja, das können wir nicht bringen. Das ist ja Selbstmord. Ah, da ist wieder eins aufgestiegen, okay. Naja, mal gucken. Die Bürger sind aufstiegsbereit. Ja, dann los hier. Schneller. Steigt man alle auf. Aber ruckizucki. Schickt uns nicht weg. Ja, kommt her. Bleiben. Das ist ein Wort. Okay. Und natürlich, je mehr Häuser aufsteigen, desto mehr Geld kriegen wir natürlich auch wieder. Also desto geringer wird unser Minus. 118 von 120 Bürgerhäusern. Ja, könnten wir tatsächlich nochmal welche aufsteigen lassen. Ja, denn ne, immer wenn wieder eins aufsteigt, kommen die ja zu den Patriziern dazu. Wenn die jetzt zu den Patriziern gezählt. Oh, und die sind natürlich dann weiterhin dafür da, Geld zu machen. Und deswegen läuft das dann so nach und nach. Das finde ich ziemlich geil. Jetzt sind zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Schon wieder! Spione von Lucius. Schon wieder! Bald ist es geschafft. Ja, da war einer. Nee, das war keiner. wo sind denn wieder alle hier? Die komischen Typen. Da ist Bald einer. Bald ist es geschafft. Wenn uns... Da ist auch wieder einer. Und da ist auch wieder einer. Ihr habt die Spione. Frech, das ist gut. Ey. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Oh, nur noch minus 300. Zack! Seht ihr wohl, so schnell geht das. Okay, kommt, sonst stelle ich mal wieder irgendwas hier ein an Produktionsgebäuden. Dann mach mal, ja komm, der Masthof, der kann ruhig. Oder hier unten, dass wir hier wirklich ein bisschen mehr Plus kriegen. Ich glaube wirklich, die können erstmal alle hier anhalten. Achso, ich wollte lieber die noch weiter hier hinten sind, ne? Die werden nämlich nie beliefert hier irgendwie. Da ist der Weg ja ewig weit. So, wie viel Minus machen wir jetzt noch? Minus 130 noch. Dann machen wir noch ein bisschen weniger. Okay. Minus 51. Was können wir da noch anhalten? Ach komm, hier stellen wir ein. Denn das läuft alles so weiter eigentlich ganz gut hier. Und dann machen wir tatsächlich hier auch nochmal die Werkzeugmacher auf Pause. Und zwei Glasschmelzen können auch passieren. Und dann sind wir bei Plus. So, dann können alle Gebäude ganz gemütlich aufsteigen. So, sind wir bei Plus minus Null hier. Aber das läuft schon, das wird schon werden. Aber jetzt ein paar Patrizierhäuser. Wieder ein paar Patrizier mehr. Die werden natürlich Rohstoffe verschlingen, das ist klar. Aber sie geben halt auch noch mal ein bisschen mehr Geld. Bald ist es und geschafft. Wichtig ist, dass wir Wenn das halt nur hier nicht das kriegen. Glas für die Fenster ausgeht. Oh, das können hat, wir vor das Lucius dauert aber doch eine ganze Menge, eine ganze Weile hier, bis das hier alles fertig ist, ne? Halleluja. Dauert schon ein bisschen. Oh, die fressen natürlich auch richtig viel Werkzeuge, ne? Bald ist es geschafft. Stimmt ja. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster an ausgeht, sich sollte es aber können reichen. Wir vor Lucius fertig sein. An sich sollten wir es hinkriegen können. An sich haben wir noch genügend Zeit, die Werkzeuge hier zu produzieren. Ja, mal schauen. Es sind noch 21 Minuten, die wir Zeit haben. Das wird ein Rennen auf Bald den letzten ist es Metern. Geschafft.
Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Wir haben jetzt 50% geschafft. Es wird ein sehr knappes Rennen. Da können wir uns sicher sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Und wir haben aber sonst alle Quests geschafft. Da bin ich sehr glücklich, sehr froh drüber. Und von daher können wir tatsächlich sagen, dass wir vielleicht... Okay. 456 Bettler haben wir. Muss ich irgendwas bauen für die Bettler wieder? Nö, 500. Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Okay, ja, wir kriegen ein Plus von 43 Goldmünzen im Moment. Auf der Welt ist es schöner als hier. Das ist okay. Und die steigen ja hier alle auf, die Bürger. Ne? Freuen sich alle. Wir haben jetzt schon... Wie viele sind denn schon aufgestiegen jetzt? Ah, es sind nur noch 105. Ja, kostet halt alles Steine und Werkzeuge. Ich meine, wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Wenn wir keine Steine mehr haben, dann wird uns sowieso dann der Aufstieg untersagt. Dann werden wir sowieso nicht mehr aufsteigen können. Aber bis dahin, warum nicht? Bald ist es geschafft. Glas ist kein Problem. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Glas brauchen wir hier nur noch 80. Fertig sein. Werkzeuge halt, ne? Da brauchen wir noch 150. Wir haben 130 am Lager, plus 20 da drin, das ist okay. Und wir produzieren ja auch fleißig noch ein paar Werkzeuge. Von daher sollte es tatsächlich funktionieren können. So, und was ist mit unseren Herrschaften hier? Ach, guck mal. Nee, ich wollte die gern hier hinstellen. Na, guck mal, kriegen wir gleich ein bisschen mehr Geld. Ha, seht ihr wohl. Dann ziehen noch ein paar Adlige hier direkt ein. Ja, ist doch schön. Sind die direkt alle glücklich. So, die könnt ihr natürlich auch noch aufsteigen lassen, aber ach komm. Das machen wir nicht und vor allem nicht mehr heute, denn die Zeit ist rum. Wir beenden die Folge und ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal geht's in Endspurt. Ich wünsche euch was, macht's gut.